An ihm hat es nicht gelegen. Stefan Flauder, Kapitän und Torwart der Offenbacher Kickers. Beim 0:2 gegen den VfR Aalen ist er komplett schuldlos. Kurios, Aalen in Gelb mit Offenbacher Trainingsleibchen. Grund, die Gäste hatten ihre Trikots in der Schwäbischen Alb vergessen. Dafür vergisst Offenbach in dieser Szene den Überblick zu behalten. 0:1, 26. Spielminute. Leon Volz unhaltbar ins Offenbacher Tor. Nach dem Wechsel Aufregung in dieser Szene. Ronny Marcos soll hier einen Aalener gefoult haben. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Strafstoß gegen die Kickers. Das Duell Jordan Brown gegen Stefan Flauder entscheidet der Aalener für sich. 0:2, 70. Minute. Offenbach in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, stemmt sich gegen die drohende Niederlage. Tim Diersen, das war knapp. Gegen Ende der Partie spielen die Kickers alles oder nichts. Aalen nutzt den frei gewordenen Raum zum Kontern. Und Flauder im Tor der Kickers verhindert Schlimmeres. 0:2 am Ende. Wenn der Torwart sich was für die weitere Saison wünschen dürfte, dann dies. Konstanz. Konstanz vielleicht, dass diese Hoch- und Runter-Spiele nicht mehr gibt. Aber auch da, vielleicht gehört das, wie gesagt, in der Entwicklung dazu, dass wir es dann möglichst ab demnächst dann hinkriegen, dass wir dann konstant die Spiele so bringen, obwohl ich immer sage, so schlecht ist es nicht, aber die Ergebnisse ist dann natürlich, das ist immer bitter, wenn man verliert. Mit mehr Konstanz blieben die Offenbacher Kickers ganz sicher ein Aufstiegskandidat Richtung dritte Liga.